Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner. Für diejenigen, die mich nicht kennen, von Kettner Edelmetalle, unserem Online-Shop. Und ich möchte heute mit Ihnen über 5 Gründe sprechen, warum Gold und Silber kaufen. Ganz einfach. Und zwar, das Thema ist deswegen so wichtig, weil ich wirklich als Insider und Experte in der Branche manchmal gar nicht mehr die Brille aufhabe, dass es tatsächlich Menschen gibt, die gar nicht wissen, warum es überhaupt Sinn macht, Gold und Silber zu kaufen. Wir beschäftigen uns seit Jahren jeden Tag damit. Wir haben hier einen sehr großen YouTube-Kanal, wo wir die Leute aufklären und erklären, warum es Sinn macht, vielleicht Alternativen zum Sparbuch zu schaffen, zur Lebensversicherung oder auch zu anderen Kapitalanlagen, die vielleicht momentan in einer überbewerteten oder in einer blasenähnlichen Situation sind. Und ich möchte mit Ihnen auf diese 5 Gründe eingehen, damit Sie vielleicht heute schon mal einen Schritt weiterkommen und sich der Materie der Edelmetalle annähern. Das ist mein Beweggrund, warum ich dieses Video mache, und ich würde mich freuen, wenn wir Ihnen dabei behilflich sind. Der Grund 1 und einer der meines Erachtens wichtigsten Gründe ist, die Edelmetalle stellen eine Versicherung dar, und zwar eine Ausfallversicherung gegen den Ausfall unseres Bargeldsystems. Im Falle dessen, dass der Euro scheitert, weil immer mehr Geld gedruckt wird und die Inflationsraten so stark steigen, ist Gold und Silber die perfekte Alternative. Denn die Kaufkraft von Gold und Silber ist logischerweise eine innere Kraft, die noch nie bei Null war, denn es ist ein Rohstoff, der begrenzt ist, der limitiert ist, der weltweit einfach nicht vermehrbar ist. Es kann zwar geschöpft werden, aber die Schöpfung ist immer geringer als die Nachfrage, wenn wir uns die letzten 20 Jahre ansehen. Und deswegen sind die Edelmetalle die optimale Versicherung gegen ein Papiergeldsystem oder einen Währungsausfall. Argument 2, für mich das wichtigste Argument, denn wer schon mal eine Kapitalanlage abgeschlossen hat und vielleicht von einem Ausfall betroffen war, sprich nicht mehr an sein Geld gekommen ist, der versteht, wie wichtig das ist. Die permanente physische Verfügbarkeit. Wenn Sie Edelmetalle besitzen und die nicht unbedingt in einem Fremdlager oder in einem Bankschließfach lagern, sondern in den eigenen Räumlichkeiten, Möglichkeiten, wo auch immer Sie Ihr Versteck haben, der weiß, wie wichtig es ist, die permanente Verfügbarkeit zu haben. Nicht nur deswegen, dass man es anfassen kann und sich darüber freuen kann, sondern deswegen, dass Sie im Ausfall, im Krisenfall, im Notfall immer liquide Mittel zur Verfügung haben, egal was passiert. Und Sie können letzten Endes die Edelmetalle mit sich transportieren oder auch in einem Tauschhandel bezahlen. Deswegen ist für mich die physische Verfügbarkeit so wichtig, zumal ich ungern Edelmetalle bei jemandem lagere, den ich auch noch dafür bezahle, dass ich ihm den Wert gebe, der mir gehört. Und das ist einer der wichtigsten Gründe für mich. Der dritte Grund, Edelmetalle sind schon seit Jahrtausenden Geld, und zwar physisch anfassbares Geld. Die Völker vor uns, die Ägypter, die Römer in Babylon, egal welche Dekade wir erlebt haben oder welches Jahrhundert wir erlebt haben, auch bei den Rittern war es schon so, da gab es die Schätze. Ja? Und auch hier waren die Edelmetalle letzten Endes immer ein Bestandteil. Denn dieser Charakter als Geld, von Gold primär, aber auch von Silber, ist deswegen so spannend, weil heute immer noch die Tradition gewahrt wird. Und ich behaupte und lehne mich damit bestimmt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, in 1000 Jahren haben Edelmetalle immer noch ihre Daseinsberechtigung. Sind. Denn selbst die Alchemisten haben es nicht geschafft, Gold oder Silber fiktiv zu schaffen, zu kreieren, zu erstellen. Und das ist eben der Hauptgrund, warum die Edelmetalle in meinen Augen ihre Daseinsberechtigung haben. Jetzt kommen wir zum vierten Grund, aber nicht dem letzten und dem schlechtesten. Das ist der Inflationsschutz. Was ist Inflation? Um das Wort zu definieren, für denjenigen, der wirtschaftlich nicht ganz so tief in der Materie ist: Inflation ist eine Geldmengenerweiterung, indem irgendjemand eine Gelddruckmaschine anwirft und 500-Euro-Scheine druckt. Und ganz viele mehr und noch mehr. Und irgendwann wächst die Geldmenge. Ja, und wenn man dann noch klug ist und Europäische Zentralbank heißt, druckt man das Geld gar nicht mehr, sondern erhöht diese Gelder einfach, das nennt man dann Giralgeld, ja, auf den Bankkonten. Und letzten Endes kann man diese Geldmengen, indem man auf den Knopf drückt oder indem man auf die Maus klickt, einfach erhöhen. Das heißt, man gibt Menschen Geld, das vorher nicht da war, mit einem Klick. Wenn man weiß, dass da kein Wert entgegensteht, bedeutet das, dass man eine Geldmengenerweiterung betreibt und eine entsprechende Wertschöpfung im Hintergrund. Das ist Inflation. Und das passiert seit ungefähr Anfang des Euros. Wenn wir uns genau anschauen, dass die Geldmengenerweiterung permanent voranschreitet, dann nennt man das eine galoppierende Inflation, die vor uns hergetrieben wird und die dafür sorgt, dass das Eurosystem in der Form, wie es heute existiert, entweder scheitern wird oder dass das Bargeld abgeschafft werden muss. Das wird Ihnen zwar vielleicht unsere Europäische Zentralbank in der Form so nicht beantworten, aber wir werden ja sehen, was in 5 oder in 10 oder in 15 Jahren Sache ist. Deswegen sehe ich das hier als wichtiges Argument für Sie, der Inflationsschutz. Und der fünfte Grund, und das ist in meinen Augen auch ein Grund, der ganz wichtig ist für Sie, denn man versucht natürlich immer aus seinem Vermögen Mehrwerte zu erwirtschaften. Und gerade in Situationen, wo Märkte eine längere Seitwärts- oder Abwärtsphase hatte, wie es bei Gold und bei Silber war,
und ihre Kaufkraft trotzdem erhalten haben, ist natürlich die Chance jetzt größer denn je, in den Edelmetallmarkt einzusteigen und von Wertsteigerungen zu profitieren, indem die Gold- und Silberpreise steigen. Denn wenn ein Herr Kim Jong-un mit einem Herrn Trump sich streitet und über irgendwelche Atomkriege spricht, dann treibt es die Rohstoffpreise an. Da kann eine Großbank in den USA noch so lange auf den Goldpreis einbrechen und versuchen, den Goldpreis künstlich unten zu halten. Irgendwann gibt es die Kursexplosion. Und wenn es über Nacht ist, nur dann wird es zu spät sein, einzusteigen. Denn dann sind die Preise schon oben, wo keiner mehr den Mut hat, einzusteigen. Und ähnlich wie es jetzt beim Bitcoin vielleicht der Fall war, wenn Sie das beobachten, die steigenden Preise im Bitcoin-Markt sind ja letzten Endes immer wieder durch politische Entscheidungen vorangetrieben worden. Japan wurde zum Beispiel als Markt für den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel. Das hat den Riesenschub in den Markt gebracht. Und so weiter und so fort. Ja? Und letzten Endes ist im Edelmetallmarkt eben so, die Medien schweigen momentan. Sobald die Medien wieder in dieses Spiel einsteigen, egal ob sie positiv oder schlecht über Gold reden, werden die Märkte so dermaßen beflügelt. Und dann wird vielleicht auch das passieren, wovor viele Menschen Angst haben. Es gibt einen Bankenrun, die Menschen heben ihr Geld vom Bankkonto ab, schichten es um in andere Werte, unter anderem in Edelmetalle. Dann ist die Zeit der Edelmetalle gekommen und dann werden diejenigen siegen, die physische Edelmetalle in Form von Gold und Silber besitzen. Das waren meine 5 Gründe. Natürlich gibt es viele mehr. Schreiben Sie gerne auch Ihre in die Kommentare unter das Video. Lassen Sie uns einen Daumen hoch hier, wenn Sie ein bisschen was mitnehmen konnten, und vor allem abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie eine telefonische Beratung von mir wünschen zum Thema Edelmetalle und wie Sie perfekt investieren mit Ihrem Budget, dann rufen Sie uns gerne an. Machen Sie sich vorher bitte einen Gedanken, wie viel möchte ich investieren und was ist mein Beweggrund. Daraus können wir für Sie das perfekte Portfolio stricken. Das ist unsere Expertise. Nicht nur ich, Dominik Kettner, auch mein Vater Jürgen Kettner. Wir gehen gerne ans Telefon und beraten Sie mit unserer jahrelangen Erfahrung. In dem Sinne, bis bald und auf Wiedersehen.